Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute ein bisschen weiter. Und zwar am Tag, wir brauchen ein bisschen Kohle, weil wir brauchen Kohle. Hier haben wir nochmal ein Bronzerennen. Das nehmen wir mit. Ich muss gerade gucken. Da müssen wir raus. Okay. In der nächsten Folge machen wir dann wieder ein bisschen mehr nach. Aber heute machen wir nochmal ein bisschen Tag. So, auf geht's. Wieder eine Acura SX, für den es als Gegner gibt. Ja, das ist relativ kurze Strecke, ne? So, Aufgabe erledigt. Auch hier sind es wieder 31.000, die auf unser Konto gehen. So, gucken wir mal, ob wir noch irgendwo ein Rennen haben. Wenn wir gerade schon mal dabei sind bei diesen Time Trials, das hier unten ist. Ne, auf der habe ich jetzt keinen Nerv dazu. Habe ich keine Rennen mehr, außer das eine. Jetzt habe ich kein einziges Rennen mehr, was ich... Da müssen wir doch mit dem Typ zu schauen. Na ja, gut, egal. Dann müssen wir es halt so machen. Vielleicht habe ich aber jetzt das Glück, dass ich den ziemlich gut packen kann. So, dann nehmen wir den mit. Der Bremsencheck, den hat man glaube ich schon mal. Und ebenfalls gegen einen Lambo, gegen das gleiche Auto. Also, 1 gegen 1, ich bin gar nicht ein Auto, Lamborghini Huracan. Ja, das ist verloren, das Ding. Scheiße, Mann! Weil die Strecke aber auch so verwirrend ist.
habt ihr Glück gehabt, der Sackjunge. Den hätte ich so locker gehabt, den Typen. Ich hab mich selber verzettelt, sonst wäre der weg gewesen. Weil der ein, zwei dicke Fehler drin hatte, die ich ihm hätte locker wegnehmen können. So, dann fahren wir es halt nochmal. Aber so schwer war es nicht. So schwer war es jetzt nicht, dass ich ihn jetzt ohne Probleme, dass ich ihn jetzt packen konnte. Er hat ein, zwei Fehler drin gehabt, ja, okay, aber auf jeden Fall nehmen wir die 24.000 da sehr gerne mit. Und hier ist noch irgendwo ein Paint Spray. Also so ein Paintsplay, ja, Paintsplay bei GTA. Dann so ein Painting. Hier. So. Hier ist auch noch eins. Das nehmen wir dann direkt mit. Ist alles okay auf der Ranch? Ja, weißt du, ich genieße die Ruhe hier. Komm schon, was ist los? Ich habe nachgedacht. Findest du, ich bin zu hart zu einer? Klar, manchmal macht sie einfach nur Ärger, weil ihr gerade danach ist, aber manchmal hat sie auch recht. Irgendwie. So, das, das. So, aber nicht beim City, ne? Ja, ist da unten. Was hat denn hier? Ja gut, wir könnten ja die ganzen Punkte jetzt markieren nach und nach. Die Sonne. Es fehlen noch zwei Paintings. Tatsächlich. Jemand muss Ärger machen. Du hast Angst um. So, ich guck gerade mal, ob wir noch irgendwie einen Rennen haben, was wir noch offen haben, weil ansonsten muss ich tatsächlich jetzt was anderes fahren. Ich will jetzt keine. Ah, Scheiße. Das ist kurz gerade. Ja, dann fahr mal, Larry. Egal. Geht halt nicht anders. Hier ist doch verständlich. Naja, ich hab manchmal das Gefühl, ich stoß sie mit all meiner Wut nur weg. Ich glaube, sie weiß, was du fühlst. Sie ist ja nicht blöd. Nein, ist sie nicht. Ich finde, ihr zwei macht das gut. Ich wünschte, ich hätte eine Familie, die sich so um mich sorgt. Hey, wir sorgen uns alle umeinander. Dich einge... So, okay. Dann machen wir nochmal noch hin. Und dann gehen wir in die Nacht. Thank you.
So, dann geben wir mal hier ein bisschen Gas. Oh, da will einer vorbei an uns. Eine Viper? Ist das eine Viper? War das auch mal gut, mein Freund. Nee. Ja, aber jetzt geht's aber. Jetzt ist aber gerade mal gut. Jetzt wollte aber gerade alle von mir vorbei, ne? So. Ich hack jetzt gerade hier so ein bisschen durch. Oh, der Typ mit seiner Viper letzter Matteo, der mir so also ein bisschen am Anfang Ärger gemacht hat. Der hängt jetzt einfach mal ganz auf dem letzten Platz hinten rum. Ja, ich hab jetzt gerade mit dem Evo. So, Larry ist durch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Nehmt das Bikini und wir machen dann weiter mit irgendwelchen Rennen. Oder warte mal, können wir noch mal schnell was haben? 131. Oh ja, da können wir noch mal mein Ford GT ein bisschen aufbauen. Und den vielleicht sogar schon im nächsten Rennen nutzen. Willkommen zurück. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. Tuning. So, die Kurbelwelle rein. Neue Turbolader. Neuer Auspuff. Super.
Okay, dann gehen wir mal auf Optik-Tuning. Haben wir keinen. Okay, ich hätte gedacht, dass wir jetzt ein bisschen was haben, aber. Dann machen wir das, machen wir es halt anders. Machen wir es halt anders. Den Rahmen ändern, ganz klar. Warte mal, halt. Hintergrund ändern. Rockport. Das war natürlich mein Klassiker. Mein Lieblingslied von Speed auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Welches ist denn euer Liebstes? Also bei mir ist es ganz klar, nicht was man was wollte. Danach kommt Carbon. Dann kommen Teil 1, 2. Das sind so meine. Aktuell, obwohl ich bei dem jetzt hier auch relativ lange dran bin, muss ich sagen. Aber was auch ein bisschen, was auch Spaß macht, klar. Junge Folie, Community. Guck mal, was die Community so für uns hat. Ach, das ist hier. Nehmen wir den mit. Das ist hier von fast wie Carbon. Gut, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit ein paar Rennen. Bis dahin und tschüss.